Bau Pesendorfer in Vöcklermarkt und Schwannenstadt. Fairness, auf die Sie bauen können. Ja, zum Abschluss des Charity-Fußballtages in Vöcklermarkt will die UVB natürlich die bittere 0:5-Klatsche gegen Wallern vergessen machen. Konkreter fordert Thomas Laganda eine deutliche Reaktion seines Teams und das ausgerechnet gegen Gleisdorf. Die Steirer auf Platz 4 liegend kommen aber nur schleppend in die Partie, auch weil Vöcklermarkt gut startet. Franco Knies taucht plötzlich alleine vor Marcel Stumberger auf, der Heber aber verbesserungswürdig und das sieht wohl auch der Trainer so. Das Spiel in den ersten 45 Minuten sehr hektisch und mit nur wenig Torraumszenen. Die Gleisdorfer einmal mit einem Angriff, aber Schober hat aufgepasst. Und hier noch ein direkter Eckball von Marco Meilinger, der von Stumberger entschärft wird. Halbzeit 1 endet torlos 0:0. Die UVB Oberbank Vöcklermarkt kommt aber überfallsartig aus der Kabine zurück aufs Feld. Ivan Jakesevic, auch er probiert es mit einem Heber, der viel gefährlicher ist, aber ebenfalls nicht im Tor landet. Die Grün-Gelben werden immer gefährlicher. Dann die 49. Minute. Meilinger mit der Flanke, Knies mit dem Kopfball an die Latte und Jakesevic staubt ab. Ein Treffer, der sich abgezeichnet hat. Manchmal muss man es einfach erzwingen und die Freude darüber ist sichtlich groß. Die Steirer brauchen gut 10 Minuten, um den Schock zu verdauen, dann aber dieser Corner. Vöcklermarkt bringt den Ball nicht weg und irgendwie, gefühlt ist es der 10. Versuch, landet die Kugel dann doch im Tor. Das 1:1 nach gut einer Stunde. Und dieser Treffer sorgt dafür, dass die Gäste nun das Kommando übernehmen. Christoph Gschiel mit einem Freistoß an die Stange. Und nur wenig später hält Wolfgang Schober auch noch diesen Schuss von Patrick Schroll und somit das 1:1 fest. Auf der anderen Seite kommt dann noch Toni Mestrovic zu einem Kopfball, welcher aber sein Ziel verfehlt. Und damit bleibt es bei der verdienten Punkteteilung. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt gegenüber letzter Woche, wo vieles nicht gepasst hat. Und ich bin stolz auf meine Mannschaft mit dem Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der die letzten Wochen hervorragend performt hat. Und ich denke, heute hat man gesehen, dass wir das Spiel auf keinen Fall verlieren wollen und ein anderes Gesicht zeigen. Und ich denke mal, das ist uns einmal ganz gut gelungen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir vielleicht offensiv die eine oder andere Aktion mehr ausspielen. Und dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass wir mehr Spielanteile hatten, mehr Ballbesitz hatten, aber uns dann auch im letzten Drittel die Lösungen gefällt haben, da wirklich ganz, ganz viele Chancen zu kreieren. Und ja, also wir haben gewusst, dass es schwierig wird hier und wir sind zufrieden mit dem Punkt und ja, das hat passt. Vöcklermarkt muss jetzt nach Bad Gleichenberg, bevor am Freitag, 22. September um 19 Uhr der SK Vorwärts Steyr im Black Gravis Stadion gastiert. Nicht nur für die Fans der UVB, ein Pflichttermin.